So, meine Freunde, hier sind wir wieder. Ich hatte die glorreiche Idee, hier einfach mal rüber zu gehen. Und Foxy und kann voll nicht zählen. Doch, kann ich. Nein. Doch, kann ich. Du hast gerade 3,59 gesagt, als du gezählt hast. Ich bin auch gerade runtergefallen. Ja, weil du ein Noob bist. Silber. Ja, ich weiß, wir sind alle Noobs. Außer ihr, ihr gerade zuschaut. Außer ihr heißt Red Cube, Fluffy, Oguri und Mr. Rocks MacArthur. Genau. Ich bin doch gerollt. In der Luft. Ich bin in der Luft gerollt. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Nein. Doch, das wirst du später in der Aufnahme sehen. Ich bin eben wirklich in der Luft gerollt. Zwar ein bisschen spät, aber ich bin in der Luft gerollt. Du darfst aber nicht zu spät in der Luft rollen. Boah, sonst soll ich einen Exorzisten heißt, holen? Sonst heißt es. Aber ich kann doch eigentlich auch. Oh, ich darf nicht so. Ich darf weißt nicht du, lachen. Ich bin wenigstens super. Nicht so wie ein anderer großer YouTuber, der 5 Minuten vor einer Tür steht und nicht weiß, wie er sie öffnet. Könnte das wohl sein? Ich habe keinen Namen genannt. Darf ich Namen nennen? Nein. Okay. So. Wir spielen jetzt erstmal weiter Nintendo. Was denn? Nichts, schon gut. Ist okay. Ich habe gehustet. Ich habe was im Hals. Das hört sich manchmal so an, als würde ich lachen. Ja, ja. Das ist wirklich so. Ja, ja. Ja, ja. Ey! Was denn? Keine Brüste angucken. Auch wenn sie spitz sind und irgendwie so ein komisches Kristallding da oben haben. Das sind die Nippel. Nein, dazwischen den. Ach, egal. Ja, das sind die Nippel. Alter, komm schon. Steuerung, lass mich nicht im Stich. Behämmerte Steuerung. So. Holen wir uns erstmal hier den Schlüssel. So, das denn? Hab ich warte mal, was machst du da? Ich spiele die Vogelscheuchen-Polka. Schlecht. Ich spiele. Warum? Warum? Ich muss doch aber da hochkommen. Ich glaube, du musst das, du musst erstmal links die Treppe hoch und dann von da aus das spielen. Von der Hand aus geht's nicht. Ach halt, da kann ich hochklettern, okay. Ja. Okay, es reicht, es reicht. So, Chick! We are family, sorry. Oh! Wäre es jetzt im Vollbild gewesen, hätte sich kurz minimiert. Wuhu! Das ist voll das einfallsreiche Lied, ne? Unglaublich toll. Yay! Ich bin der Vögelscheiche. Ich bin hier. Und lass. Aua, das hat wehgetan. Du hast keine Gefühle. Du ja, deswegen kannst du ja auch überhaupt nicht sprechen oder so. Und er fühlt sich toll, wenn sie Musik spielt. Hm. Ah! Übrigens, da drin ist die Karte. Die hättest du schon als Kind holen können, aber. Was mache ich denn eigentlich? Das ist übrigens auf dem 3DS scheiße gelöst mit dem Feuerpfeil und so. Echt? Weil du hast dann so ein ganz kleinen, so ein ganz kleines Fensterchen, wo du Feuer, Eis und Licht und so auswählen kannst. Das ist richtig beschissen. Beschissen. So. Beschissen. Von wegen Pfeile. Hm. Ja. Und da drin ist die Karten, nichts. Die du überall gesucht hast. Karten werden ein total Ninja. Überbewertet. Ein Ninja. Du bist Ninja. Ich weiß, Ninjas sind cool. Ninja Gaiden. Oh, guck mal, da geht's auch raus. Ja, das ist noch ein wichtiger Teil des Tempels, glaube ich. Hm. Ah, hier kann ich eine Abkürzung machen. Glaube ich. Ich muss pupsen. Dann mach doch. Nein.
Wieso nicht? Weil das die Leute hören. Ja und? Sie sollen das nicht hören. Dann mach wenigstens einen Rülps-Niesfurz. Nein. Ach ja, Kindsköpfe 2, sehr zu empfehlen. Wir waren im Kino. Schaut's euch an! Als Datiomo Sangamo bei mir zu Besuch war, waren wir im Kino und hat sich total daneben benommen. Leute, das ging gar nicht. Du hast dich daneben genommen. Wer hat denn die Süßigkeiten reingeschmuggelt? Das warst du. Nein. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ach ja, und wisst ihr, was er noch gemacht hat? Er hat mich davon abgehalten, Weehawk LP anzusprechen. Was? Ja, ich hab den gesehen und du so, ach nein, das ist da bestimmt nicht. Und dann später so, ja, das war der, ne? Und du so, Ja, der Weehawk LP, der wohnt nämlich nicht weit von mir weg. Und die Yomo Sangamu hat den nicht gesehen. Ich wusste das natürlich die ganze Zeit. Das ist einer meiner besten Freunde, ne? Nein. Dafür werde ich den am Samstag. Ja. Sagst du einen schönen Gruß von mir? Nee. Warum nicht? Wenn ich dran denke. Also da denkst du dran. Da denkst du dran. Ja, da bin ich mir irgendwie ziemlich sicher. Du denkst dran, ihn von mir zu grüßen. Hm. Auch wenn er mich nicht kennt. Ja. Noch nicht. Schöne Grüße an Foxy. Wer ist Foxy? Ein Fan. Hallo, ich bin eine Kiste. Hallo, mein Name ist Bruce und ich bin eine Kiste. Yay, sinnlose Kisten. Geht nicht. Du musst. Steuerung und so, weißt du? Entschuldigung. Dieser Kerl ist. Hallo. Oh. Hallo, ich bin ein. Hallo, ich bin ein. Ja, die explodieren doch immer. Also, weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt der Eisenprinz. Jetzt kommt der Eisenprinz. Nicht! Was war das denn? Tja. Was war das denn? Ich kann halt nicht so weit. Warte mal. Zweideutig. Das sollte zweideutig sein. Warte mal. Hinter dir ist noch einer. Und du solltest da nicht runter. Oh. Hallo. Hallo. Tschüss. Soll ich mal sagen, da ist noch einer. Ich muss niesen. Hast du es geschafft? Ja. Ach Gott. Geh nicht auf den Schalter. Warum? Der Schalter ist böse. Warum? Weil er böse ist. Was passiert? Der Schalter ist böse. Was passiert denn? Er macht böse Menschen gut. Nee, warte, andersrum. Er macht gute Menschen böse. Tut er nicht. Doch. Nein. Das okay. Ist welcher ist der echte? Du meinst der falsche? Ja, der echte, den man verschieben kann. Also die sind schon mal beide nicht. Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich habe ihn auf den Schalter gelockt und bin dann schnell durch die Tür gegangen. Funktioniert nicht. Doch, das funktioniert. Ich hab's geschafft. Nicht immer. Mach bumm! Arsch. Schau es in dem Let's Play an. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Master Quest oder. Das war Fail. Du bist Fail. Ah, ich glaube ja, das ist der. Vorne der links. Ja. Oder auch nicht. Ja, sag ich doch, vorne links. Ist doch vorne links. Ja, ich meine, wollte aber den richtigen, also den zum Verschieben haben. Aua. Ja, meine ich ja. Ein Viertelherz. Alter! Die leben ja alle! Oh, ach ja, stimmt ja. Rennen!
Ich sag doch, das geht. Das geht ja auch nicht anders. Oh, warte mal. Da ist eine Kiste. Da brauche ich noch nicht mal das Auge der Wahrheit für. Und da ist eine Kiste. Hallo, ich bin eine Kiste. Und ich war unsichtbar. Und ich war unsichtbar. Jetzt! Kommt der Eisenprinz. Hallo, ich bin ein Eisenprinz und ich sitze hier nur so rum. Und wenn du mich schlägst, dann gibt's Hauer. Das war eine Schlagception. Wenn du mich schlägst, gibt's Hauer. Apropos, ich arbeite gerade an dem Lied Time. Okay. Wow. Schon ganz toll an. Ich finde es so ganz toll, dann am Ende. Ja, ich finde das total toll. Ja. Das ging schnell. Ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Aber dir steht noch ein Eisenprinz bevor. Ja. Ein ganz besonderer Eisenprinz besteht mir noch bevor. Das ist doch der einzige Tempel, wo es zwei Items gibt, ne? Ja. Das haben sie gut gelöst, weil du könntest ja theoretisch auch dich von da drüben hier rüberziehen. Wobei, ich könnte mich jetzt auch darüber ziehen, ne? Mhm. Soll ich das mal machen? Hab ich schon mal gemacht, ist nicht so spannend. Yay, der Spiegelschild. Das Schild sieht irgendwie so klein aus und wenn er das trägt, ist es groß. Mhm. Das ist genau wie Reis. Ja. Aber ich finde, hier, guck mal. Das passt auch geil. Du passt geil. Weil dann hebt sich das Schild ab. Aber ich bin ja Rebell. Ne? We're in the midnight hour. She cried more. We're the rebel, yeah. Ich bin ja der Rebell der freien Meinungsäußerung. Was? Du findest es nicht gut, dass... Also du rebellierst die freie Meinungsäußerung? Nein, ich bin ein Rebell und du meine freie Meinungsäußerung äußern. Und zwar frei. Das war Freiception. So. Die Tür jetzt schließt kannst sich. Du Dinge tun, die du schon immer mal tun wolltest. Und zwar... Ich kann nach Disneyland! Nein. Nicht? Nein. Ich bin nach Disneyland. Da ist eine Kiste. Und da drin ist ein Schlüssel. Diddlidi. Wo muss ich denn jetzt hin? Du musst... Zurück. Zu einem Ort vor unserer Zeit. Wohnen da Littlefoot und seine Freunde? Ah, guck mal da. Ja. Da war ja noch eine Tür. Hallo Tür. Oh, mein Lieblingsraum. Ja, der Raum ist toll. Man kann sich da hochziehen. Kann man nicht. Ach. Wetten? Mindestens bis zur Mitte. Und da hast du schon einiges gespart, mein lieber Herr Foxy von den Foxen. Nein, nicht bei den Bewegenden. Man kann sich da tatsächlich hinziehen. Ja, du musst dich nur richtig festhalten. Und nicht in die Stacheln fallen. Das war nicht die Stacheln, das war die Sau da. Oh. Sau. Aber das ging doch sonst nie. Auf dem 3DS ging das nicht, soweit ich das weiß. Tja, der 3DS ist ja auch nicht. Hallo, wir sind auch. Hallo, ich bin auch ein Auge. So. Du kommst da hoch, rechnest nicht damit. Bist du vor allem angegriffen von so zwei Augen? Will ich erst da lang? Ja. Nein. Nein, geh durch den Raum. Geh in den anderen Raum. In den anderen Raum. Ja, ist ja gut. Bist du hysterisch? Ich bin nicht hysterisch. Ich bin... Okay, doch, ich bin hysterisch. Ich hätte jetzt auch zur Pause warten können, denn was sich hinter dieser Tür verbirgt, erfahren wir im nächsten Part. Oh, Cliffhanger! Oh. Alles klar. Aber ich werde es gleich sofort erfahren und ihr nicht! Bis dann! Und nochmal, unnötig Energie verschwendet. Ich hätte jetzt fast Energie gespamme gesagt.